Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Ausgabe von Banished in Gabriels Game Show. Und wir sind gerade dabei, eine Quarry zu bauen und Steine abzubauen, weil wir mehr Steine für die Quarry brauchen, die dann Steine produziert. Wir haben ordentlich Laborer, die wollen wir dann auch noch hier in so eine Fischerhütte reinpacken und in den Steinbruch und in die Försterei. Also läuft bei uns. Bis auf, dass wir mal schon wieder zu wenig Holz haben. Aber das, ja, das wird noch schlimmer werden, sehe ich gerade, weil wir jetzt brauchen wir das Holz ja auch noch für die, für den Steinbruch. Das heißt, wir werden einfach mal uns am Holz bedienen. Und zwar an dem, was die hier oben anbauen. Ja, wozu haben wir die denn, wenn sie das nicht machen? Also holen wir da mal ein paar Bäume her. Und so viel Arbeit, die wir im Moment haben, wir brauchen noch weniger Bilder gerade. Zwei eigentlich. Wir haben zwei Baustellen. Mit 8 Arbeitern kann man, glaube ich, schon ordentlich Holz vor die Hütte bekommen. Oder in die Hütte in dem Fall. Ja, und das ist jetzt das. Wir haben 140 Bäume hier entfernt. Die werden zurück zum Lager gebracht und dann werden sie wieder hingebracht und abgeliefert. Das ist ein... Es ist schon sehr komisch. Da liegt das Holz und da hinten brauchen wir es. Sollten wir ohnehin mal schauen, ob wir nicht irgendwo noch einen zweiten Stockpile hinmachen. Auch mit Steinen sieht es nicht gut aus, aber gut, die werden ja auch da hinten gebraucht. Und Eisen wird auch gebraucht. Steine brauchen wir gar nicht. Eisen brauchen wir. Warum habe ich denn hier ganze Steine abbauen lassen? Eieiei, Garderol, das war ein Fehler. So, was wollen wir jetzt? Stockpile wollen wir anlegen. Wo wollen wir mal hin? Hier so einen kleinen. Ja. Einfach mal, dass die schon mal Sachen dazwischen speichern können. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man immer so ein bisschen was auf Reserve hat, ne? So. Holz brauchen wir hier. Wir brauchen Holz. Und wir brauchen Nahrung. Was macht denn hier... Aha, läuft. Was macht die Fischerhütte? Aha. Ja. Ei, ja, noch 5 Holz brauchen wir. Dann können wir die schon bauen. Dann können wir da schon mehr Fischer reintun. Sehr gut. Hier kommt das Holz an. Werkzeug haben wir eh genug. Eisen haben wir auch genug. Sollte also nicht das Problem sein. Nur Holz ist das Problem. Da brauchen wir noch jede Menge Holz. Dann sollen wir einfach mal die 3 Körper hier haben, wir vielleicht mal mithelfen lassen. Wenn wir sagen, die sollen erstmal nicht mehr pflanzen, sondern erstmal nur fällen, dass wir mehr Holz bekommen. Und wir schauen mal kurz in die Statistiken rein. Ja, das sieht ordentlich aus im letzten Jahr. So, was haben wir hier im letzten Jahr gemacht? Upsala. Oh, passt. Ja, und wer hätte das gedacht? Die Holzreserven sind niedrig. Essensreserven auch nicht gerade hoch. Aber dafür haben wir 8 Arbeiter, die sollten da so einiges ausrichten können. Ansonsten holzen wir noch ein bisschen mehr ab. Vorzugsweise dann hier oben, weil hier ja dann von den Förstern selbst auch. Aber das ist natürlich weit weg, ne? Das ist ein bisschen blöd. Könnten halt hier noch ein bisschen was wegnehmen, aber naja. Und einiges von dem Holz geht natürlich auch in die Produktion von Sachen für den Winter. Deswegen werden wir hier nochmal einmal zugreifen, beherzt. So. So als kleine Notlösung, dass wir da... Dass die zahlreichen Arbeiter, die wir hier haben, auch ein bisschen was tun.
So, wir haben Frühjahr, das heißt, Herbst. Das heißt, wir müssen dafür Sorge tragen, dass auch die Farmer hier das Feld auf jeden Fall leer bekommen. Aber das sieht ganz gut aus. Und die Fischerhütte. Der fehlt auch noch Holz. Na, sowas. Und was auch cool ist, die Bäume hier, die kriegen auch dann Herbstfarben. Junge, 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 was der alles gedacht hat. Ja, und das Essen wird schlecht. Puh, da haben wir gerade nochmal Glück gehabt, glaube ich. So, naja, ein bisschen schlecht geworden. Können wir das wieder in die Arbeiter reinstecken hier? Da ist unsere Baustelle und ja, langsam aber sicher nähert sich auch das Holz heran. Hä? Ich dachte, ich bin Spruch. Schau mal hier. Genau, da haben wir ja gesagt, die sollen jetzt nur noch Bäume fällen. Und das sieht man auch, es wird langsam Licht hier rundherum. Könnten wir einfach nochmal, würde ich sagen, einen weiteren Forester einstellen. Der da ein bisschen mithilft. Ja, und was man für die Zufriedenheit der Leute machen kann, das weiß ich gerade gar nicht. Vielleicht Diversität im Essen. Diversität. Oh! Zwei Leute frieren. Erfrieren. Hoffentlich nicht erfrieren. Eieiei, wir brauchen mehr Holz. Einmal friert da noch jemand. Ja, und das können wir natürlich auch ein bisschen dadurch beheben, dass wir mehr... Oh, Gott sei Dank, er ist fertig. So, alles Holz, das wir jetzt bekommen, geht gegen das Erfrieren von Leuten. Eieiei, da haben wir Glück gehabt. Also, hoffentlich kriegen wir das dahingehend hin, dass wir... da hier ganz schnell wieder Holz herbeibekommen. Und natürlich, was die zweite Option ist, wir könnten... einen Schneider bauen, der aus den Fellen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, wir gucken mal eben. Used to make warm clothes to ward off the effects of winter. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, es ist keiner erfroren. Ne, es ist keiner erfroren. Und es ist ein neues Kind geboren. Und wir haben immer noch 7 Arbeiter. Und wir haben gleich eine Fischerhütte. Also... Nahrung ist okay, Gesundheit noch also nicht so. Weil es einfach zu kalt ist im Winter. Da müssen wir mal sehen, dass wir dann vielleicht auch entsprechend drauf bauen, dass wir da eine Krankenversorgung bekommen und warme Decken sozusagen. So, hier wird jetzt gebaut, das dauert. Und die Reserve an Holz ist mal wieder niedrig, das wissen wir schon. Dafür haben wir hier unseren Holzfäller, der im Moment nur Holz fällen fällt. Und wir haben hier den Leuten den Befehl gegeben, auch ein paar andere Bäume zu fällen. Und dann haben wir hier bald eine weitere Fischerhütte. Und dann haben wir eigentlich, sollten wir erstmal wieder Ruhe haben, was die Nahrung angeht. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir denn das mit dem Steinbruch machen. Ob das hinreichend ist für den Steinbedarf, den wir haben. Schauen wir mal. Jedenfalls, die Produktion der Fischerhütten ist ungebrochen hoch. Und natürlich ist das Problem auch teilweise, dass die hier so weit latschen müssen mit dem Holz. Wenn wir jetzt zu viel Steine haben irgendwann, dann können wir echt mal hingehen und sagen, ja... Lass uns mal mit den Steinen hier die Wege mal ein bisschen schneller machen. Da steht ja, much faster. Nicht nur ein bisschen faster, sondern much faster. Hoffentlich ist der Winter bald vorbei. Late Winter. Wir sind auf jeden Fall von der Nahrung her durchgekommen. Vom Holz nicht so ganz. Aber das werden wir jetzt im Frühjahr vielleicht beheben können. So, hier wird auch gebildet. Dann sollten wir einfach mal ein paar mehr Bilder, dass es mal fertig wird hier. Boah, und den können wir jetzt auch wahrscheinlich wieder umstellen auf
Er soll auch Bäume pflanzen. Und dann würde ich fast sagen, dass wir hier noch so Gatherers hat und sowas reinbauen. Aber ich glaube, der macht alles kaputt hier, oder? Naja, der holt halt die anderen Sachen auch. Okay. Wir brauchen wahrscheinlich noch einen zweiten Förster. Den würde ich dann hier hinbauen. Und das sollten wir dann auch vielleicht schon in Angriff nehmen. Weil... ich weiß nicht, also weil, ja. Hä? Taverne? Wo ist er denn? Da ist er, Forester. Also es ist einmal eine schöne Ecke hier, zum einen. Und zum anderen, haben wir dann hier so eine Art Versorgungsgebiet, wo wir dann zwei Ressourcen abbauen. Und hier haben wir dann auch den Steinbruch. Nur Arbeit haben wir nicht genug, da müssen wir nochmal welche produzieren lassen. Von unseren Familien. Und ich teste jetzt einfach mal, ob wir hier aus diesem Haus hier vorne ein Steinhaus machen können. Was kostet das? 24 Lok, 40... machen wir mal. Dann vergleichen wir dann mal die Werte, weil hier sagt es ja... mehr Schutz vor Wärme. Aber ob da auch mehr Leute wohnen können, das weiß ich nicht. Das müssen wir testen. So, was ist mit dem hier? Ah ja, die haben kein Haus jetzt, weil es umgebaut wird, oder wie? Ah, die sind homeless geworden dadurch. Wir brauchen ohnehin wahrscheinlich mal mehr Häuser. Und wir brauchen Leute in unserem Steinbruch. Da tun wir mal drei Mann rein. Ziehen die Zahl der Bilder dafür wieder runter. Structure is being upgraded. Ja, und wir haben Heimatlose hier. Ist nicht schön. Und wie sieht's aus mit der Fischerhütte? Der fehlen Arbeiter, okay. Also, die ist fertigstellen, Bilder. Ja, und überall laufen heimatlose Leute rum. Das ist natürlich auch jetzt sehr geschickt. Aber wir wollen es halt mal testen, also schauen wir mal. 74% des Storage Remainings, was auch immer das heißen soll. Also ich weiß, was es heißen soll, aber was soll es bedeuten? Und lalala, 62, da müsste man vielleicht nochmal ein normales Haus nochmal zusätzlich bauen hier. Erstmal bauen wir da einen Weg lang, das geht ja gar nicht hier. Bauen wir den denn her? Hier lang. So. Dann können wir auf die andere Seite davon entsprechend noch. Being removed. Daher kommt das. Also das Haus wird erst entfernt und dann neu gebaut. Na toll. Da würde ich sagen, wir bauen sofort ein Steinhaus oder was. Diese kleinen Hütten, die kosten ja fast nichts. Da sollten wir hier wirklich nochmal ein, zwei Häuschen bauen. Gut, es sind drei geworden. Weil ich den Eindruck habe, es läuft im Moment. Mit der Nahrung vielleicht noch nicht so. Also hier bauen wir jetzt nochmal Fischer. Fischer, Fischer, Fischer. Wo haben wir Fischer, Fischer, Fischer? Zwei noch vielleicht. Dass in jedem Fischer einer zu wenig ist. Hier haben wir noch drei Arbeiter. Das sieht gut aus. Tja. Und wir haben Leute, die sind homeless. Dafür haben wir einen Steinbruch. Dann schauen wir mal, ob der jetzt schon produziert. Jawohl, das tut er schon. Und einen Stein haben wir schon. Hey, ein Stein. Hier wird noch gebaut. Hier muss noch Holz rangekarrt werden. Und hier fehlt Holz und Steine. Und wir haben viel zu wenig Lagerfläche auch, ne? Also wir müssen noch einen Stockpile bauen. Oder können wir den vergrößern? Das ist natürlich auch cool. Weiß ich gar nicht. Können wir den vergrößern? Wo war denn der? Da. Stockpile.
Sieht nicht gut aus. Ja, liebe Leute, also, das war's von der ersten kleinen Staffel hier von Banished. Wenn ihr von dem Spiel genauso angetan seid wie ich, dann wäre es doch cool, wenn ihr wieder reinschaut, wenn ich neue Folgen machen sollte. Mal schauen, wie es ankommt. Bis dahin danke ich euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und vielleicht sehen wir uns wieder in weiteren Folgen von Banished, wenn es bei euch ankommt. Würde mich freuen, wirklich. Also empfehlt es weiter und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und bis bald.